Herr Bause, ich habe jetzt vor der Verhandlung unmittelbar nicht so viel Zeit. Ich meine, wie kommen Sie darauf, dass Ihre Freundin Lisa sexuell missbraucht worden ist? Und von wem? Es geht um diesen Marc. Der führt eine Scheinbeziehung mit Lisas Mutter und macht sich an die Lisa ran. Und die Lisa kann das mit dieser Bombe oder was das ist nicht gewesen sein. Die hat so viel Schiss vor dem, die würde auch niemals bei dem in irgendein Schlafzimmer oder sowas reingehen. Schwerer Vorwurf. Haben Sie irgendwelche, wenigstens halbwegs konkrete Beweise? Konkrete Beweise? Ich brauche keine konkreten Beweise. Die Lisa ist meine Freundin. Ich kenne die schon über ein Jahr und die braucht mir das nicht sagen. Ich merke das. Wenn ich die in den Arm nehmen will oder sowas, dann blockt die sofort ab. Und das alles wegen diesem Typen, ey. Ich mach den so fertig, ey. Lisa, Sie sind 17 Jahre alt, deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und anderer Delikte vor dem Jugendgericht. Und entgegen dem Üblichen habe ich die Öffentlichkeit zugelassen. Für die Jugendgerichtshilfe ist Frau Gomez anwesend. Lisa, Ihr Nachname ist Menge. Sie sind am 18.10.1992 in Hannover geboren, wohnen auch dort mit Ihrer Mutter, sind ledig, Kinder haben Sie bislang keine und gehen noch zur Schule. In welche Klasse? 10. Klasse Gesamtschule. Die Anklage, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte Lisa Menge hasst Marc Laufer, den neuen Lebensgefährten ihrer Mutter. Am 27. Januar 2010 schlich sie nachts in seine Wohnung, platzierte eine Bombenattrappe unter dem Bett, in dem Marc Laufer schlief, und schloss ihn in seinem Schlafzimmer ein. Anschließend rief sie Marc Laufer an und teilte ihm mit, dass er jeden Moment in die Luft fliegen werde. Marc Laufer geriet in Panik, sprang aus dem Fenster im zweiten Stock und verletzte sich schwer. Lisa Menge wird daher wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Einheit mit Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. In Tateinheit, meinten Sie. Lisa, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie zur Sache aussagen? Ich würde doch niemals freiwillig in die Wohnung von dem Spinner gehen. Da kriege ich Pickel, wenn ich nur an ihn denke. Außerdem kann ich überhaupt gar keine Bombe bauen. Na ja, ich meine, echte Bombe letztendlich ist es auch nicht. Aber Laien können auf den ersten Blick sowas durchaus für eine Bombe halten. Und sowas kriegt doch auch eine 17-Jährige mit ein bisschen Geschick hingebastelt. Warum können Sie eigentlich den Lebensgefährten Ihrer Mutter nicht leiden? Weil der voll ekelhaft ist. Ich meine, der hat doch sowieso schon längst eine andere. Der betrügt meine Mutter doch. Vermuten Sie das oder wissen Sie das? Na, ich habe den schon öfters in der Stadt gesehen, wie er den Weibern auf den Arsch oder auf die Brüste geglotzt hat. Also so ist das nicht. Ich hatte gerade eben ein kurzes Gespräch mit Ihrem Freund Daniel. Der kam zu mir ins Zimmer und hat mir was erzählt. Er befürchtet nämlich, dass der Lebensgefährte Ihrer Mutter Sie auch sexuell genötigt habe. Ist da was dran? Was? Also, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich meine, ich will nicht. Oder muss ich etwa? Nein, Sie können jederzeit schweigen. Das soll jetzt der Hintergrund der Tat sein. Hat das Mädchen Ihnen gegenüber irgendwas gesagt in der Richtung sexuelle Nötigung? Nein, mit keinem Wort. Eins ist allerdings in unseren Gesprächen deutlich geworden. Sie hasst den Lebensgefährten ihrer Mutter abgrundtief. Für mich lag das aber bis dahin daran, dass sie mit der neuen Familienkonstellation nicht zurechtkam und sich zurückgesetzt fühlt. Dann beginnen wir wie üblich mit dem Geschädigten. Marc Laufer, bitte. Und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Laufer. Herr Laufer, bitte nehmen Sie doch bitte hier vorne Platz. Herr Laufer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Ja. Wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Paragraph 55, mal rein vorsorglich, erlaubt einem zu schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Laufer, Ihr Vorname ist Marc, Sie sind 38 Jahre alt und wohnen in Hannover. Was sind Sie vom Beruf? Versicherungsmakler. Und mit der Angeklagten weder verwandt noch verschwägert? Nein, aber ich bin mit Ihrer Mutter zusammen. Ja. Die Lisa Menge sagt aber weiterhin, dass sie jedenfalls mit dieser Bombenattrappe nichts zu tun habe und sie auch nicht unter ihr Bett gelegt habe und sie auch nicht angerufen habe und gewarnt habe und so weiter. Klar ist auf der anderen Seite, dass sie eine sehr deutliche Abneigung gegen sie hegt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Tja, wenn ich das mal wüsste. Ist zwischen Ihnen beiden irgendwas vorgefallen? Nein. Ich meine, sie mag mich einfach nicht. Ich weiß, dass ich nicht dein Traumstiefvater bin, ja? Aber mir deswegen eine Bombe unter das Bett legen, das ist schon ziemlich heftig, oder? Ich hätte mir auch das Genick brechen können. Du bist voll der Spinner, ey. Die Mama schnallt echt überhaupt gar nichts. Pass mal auf, dass deine Mutter und ich uns lieben, daran kannst du nichts ändern, ja? Deine Mutter hat genauso ein Recht auf Beziehungen und Gefühle wie jeder andere Mensch auch. Du redest von Gefühlen? Ey, ich lach mich tot, echt.
Herr Laufer, Lisas Freund, der Daniel Bause, geht davon aus, dass Lisa sexuell genötigt worden sei. Sie mag sich dazu nicht äußern. Und zwar von Ihnen soll sie sexuell genötigt worden sein. Was sagen Sie dazu? Was? Wie bitte? Ich soll... Lisa, bitte, das stimmt nicht, oder? Wie kommt dein Freund nur darauf? Also bitte, jetzt sag denen hier, dass das nicht stimmt. Lisa, möchten Sie sich nicht doch dazu äußern? Ja, stimmt. Er hat mich angefasst, aber... Ich konnte einfach nicht sagen, weil ich hab mich so geschämt, ich habe mich so schmutzig gefühlt. Was hat Herr Laufer mit Ihnen gemacht und wann ist das gewesen oder soll das gewesen sein? Das war auf Tante Heikes Geburtstag im November. Ich wollte aufs Klo gehen und plötzlich ist mir Marc hinterhergekommen und hat mich überall angefasst. Und ich habe gesagt, hör auf, lass das, aber er hat seine Finger einfach nicht von mir genommen. Und Lisa, das stimmt doch nicht. Dann hat er auch noch zu mir gesagt, er muss immer an mich denken, wenn er mit meiner Mutter zusammen ist. So ein Blödsinn, ich habe es nicht nötig, mich an kleinen Mädchen zu vergreifen. Wenn es tatsächlich diese sexuelle Nötigung gegeben haben sollte, dann tut mir das sehr leid, das werden wir untersuchen, dann wird das auch ernsthafte Folgen für ihn haben, das mal ganz klar. Aber das erhöht natürlich vielleicht nicht den Grund, aber doch ihr Motiv, ihm dieses Ding unter das Bett zu legen, diese Bombenattrappe und ihm aus dem Fenster hüpfen zu lassen. Ach so, das sehen Sie ein, oder nicht? So ein Blödsinn, das verdeutlicht doch nur einfach, dass sie überhaupt keinen Grund gehabt hätte, in seine Wohnung zu kommen, wo er doch jederzeit in der Nacht, vor allem weil sie alleine, wach werden könnte. Da wäre sie ihm doch schutzlos ausgeliefert gewesen. Lassen Sie uns mal bei dieser Bombenattrappe bleiben. Bevor Sie diese Bombenattrappe gefunden haben und unter Ihrem Bett, waren Sie doch am Abend bei Lisa und Ihrer Mutter gewesen. Gab es da irgendwas Besonderes? Es hat mal wieder Streit gegeben, ja, den Lisa wieder irgendwie über einen Zaun gebrochen hat. Als die Stimmung dann hin war, bin ich nach Hause gefahren. Das war so gegen 9 Uhr. Ich habe mich dann ins Bett gelegt, um 10:30. Und dann hat sich Lisa wohl irgendwie reingeschlichen. Ja, mit dem Schlüssel ihrer Lebensgefährtin, das steht zu vermuten. Den hat sie sich wahrscheinlich genommen. Sandra hat diesen Schlüssel, damit sie jederzeit in meine Wohnung kommen kann. Und um 23.37 Uhr klingelte dann das Handy. Und Lisa war dran. Herr Laufer, woher wollen Sie das denn wissen? Die Polizei hat doch Ihr Handy kontrolliert. Und der Anruf ist mit unterdrückter Nummer gekommen. Oder hat sie vielleicht Ihren Namen genannt? Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne Ihre Stimme. Ich weiß ganz genau, dass sie es war. Auch mit verstellter Stimme. Was hat die Anruferin gesagt? Tja, sie sagte, heute ist dein letzter Tag. Tick, tack, tick, tack. Guck mal unter dein Bett. Dann habe ich das Licht angemacht und unter mein Bett geschaut. Und was sah ich da? Die Bombe. Da war ich aber schnell wach, das kann ich Ihnen sagen. Also das glaube ich, denn auch erst die Einsatzkräfte vom Kampfmittelräumdienst haben die Konstruktion sofort, die ich natürlich als Attrappe erkannt. Für einen Laien sieht das jedenfalls echt aus. Ich würde mich da auch nicht drauf verlassen, dass das Ding nicht hochgeht. Eben drum, das habe ich ja auch gedacht, dass das eine Bombe ist. Ja? Also geriet ich in Panik. Und ich wollte erst raus aus dem Zimmer, aber die Schlafzimmertür war zu. Also habe ich die 110 angerufen, aber ich dachte mir, naja, so schnell könnte ja auch nicht kommen. Also was sollte ich machen? Da bin ich eben aus dem Fenster gesprungen. Aus der zweiten Etage leider. Das heißt, Sie haben sich schwer verletzt. Sie hatten einen offenen Unterschenkelbruch und Gehirnerschütterung und andere auch Verletzungen im Gesicht. Schien Ihnen das eigentlich weniger riskant zu sein, aus dem Fenster zu springen, als zu warten oder zum Beispiel diese Bombe aus dem Fenster zu werfen? Naja, ich wollte ja niemanden verletzen. Es hätte ja durchaus sein können, dass irgendjemand unter meiner Wohnung vorbeiläuft, oder? Ja, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, oder? Naja, ich hatte Panik, dieses Ding da zu berühren. Also bin ich gesprungen. Und ich hatte Schmerzen. Ich war fast ohnmächtig. Und ich habe nur gewartet und gehofft, dass endlich bald jemand kommt und mir hilft. Ihr Notruf wurde um 23.39 Uhr, habe ich mir notiert, aufgezeichnet. Und dann möchte ich mal einen Ausschnitt, dass wir den mal uns gemeinsam anhören. Aber so lange kann ich nicht warten. Sie müssen mir helfen. Das Ding zeigt mir noch eine Minute an. Ich werde sterben. Ich überlebe das nicht. Oh, bitte, lieber Gott, wenn es nicht gibt, dann macht das diese Bombe nicht explodiert. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich wollte das alles nicht. Ich habe so viele Fehler gemacht. Bitte, lieber Gott, mach, dass ich sterben muss. Ich will nicht sterben. Ich denke, das genügt. Haben Sie an einen bestimmten Fehler gedacht, als Sie das... Nein, das sagt man ja so nicht. Ich meine, wir haben alle schon mal Fehler gemacht, oder? Naja, aber ich meine, vielleicht machen Sie ja mehr Fehler als alle anderen. Vielleicht hat deswegen auch jemand anderes mit Ihnen ein Hühnchen zu rupfen, aus diesem Grunde. Ich meine Mandantin ist es jedenfalls nicht gewesen, weil sie ein nahtloses Alibi hat. Sie ist ab 23 Uhr in dieser Tatnacht bis
zum nächsten Morgen bei Ihrem Freund gewesen. Ja, da müssen Sie selber fast lachen. Ne? Sie wissen, dass das nicht stimmt, Lisa, oder? Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie haben doch um 23.37 Uhr bei ihm angerufen. Er hat Ihre Stimme erkannt. Und dieser Anruf kam von einer Telefonzelle in seiner Straße gegenüber von seinem Haus. Soweit wir das jedenfalls rekonstruieren können. Und dann frage ich mich, als Sie in der Wohnung waren, das sehen wir da ganz gut, da haben Sie auch noch überall rumgewühlt. Türen, Schränke waren offen. Was haben Sie gesucht? Wollten Sie noch Wertgegenstände haben? Wollten Sie Geld mitnehmen oder was sollte das? Das müssen Sie mir aber näher erklären. Ich meine, warum sollte denn meine Mandantin nach Wertgegenständen suchen in dieser Wohnung, obwohl Laptop und eine wertvolle Armbanduhr offen herumgelegen haben? Das beweisen Sie ihr doch ohnehin überhaupt erstmal, dass sie überhaupt in der Wohnung war von dem Zeugen. Sie haben doch überhaupt keine DNA, weder Fingerabdrücke noch sonst Fußabdrücke. Noch Fragen an den Zeugen Laufer? Nein, danke. Dann möchte ich mit dem Freund der Angeklagten jetzt fortsetzen. Daniel Bause, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Ey, hör mal zu. Ey, was machst du meine Freundin an? Herr Bause, ey, bitte. Was sitzt ja wohl? Herr Bause, Sie nehmen bitte Platz. Ich dulde hier weder Handgreiflichkeiten noch Bedrohung. Das ist nicht Ihre Sache. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, Paragraph 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Bause, Ihr Vorname ist Daniel, Sie sind 18, wohnen in Hannover. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zum Elektriker. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nee, aber wir sind seit einem Jahr zusammen. Fest. Fest. Herr Bause, warum sind Sie so überzeugt davon, dass der Freund von Lisas Mutter, also der Marc Laufer, Ihre Freundin Lisa, sexuell genötigt hat? Hat Lisa Ihnen das so gesagt? Ja, direkt gesagt hat die mir das nicht. Aber ich meine, ich bin ihr Freund. Ich merke doch sowas. Wenn ich sie in den Arm nehmen will, fängt sie an zu weinen oder lässt überhaupt niemand an sich ran. Das ist doch alles gelogen. Ach. Sehen Sie nicht, was hier abgeht? Die beiden stecken unter einer Decke. Die haben sich abgesprochen. Herr Laufer, bitte. Ich will jetzt erstmal diesen Zeugen dazu hören. Nur hat Lisa eben tatsächlich auch gesagt, dass Marc Laufer sie sexuell bedrängt habe, will ich mal sagen, auf einer Familienfeier, genau gesagt, Geburtstag der Tante Heike im November. Waren Sie auch auf dieser Feier? Ja. Und? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nein, normal nicht. Als ob die das so direkt mir sagt, ich wurde angefasst von irgendjemand. Natürlich hat sie mir das nicht gesagt, aber wenigstens gibt sie das jetzt vor Gericht zu. Dafür kommst du in den Knast, hast verstanden. So ein Bullshit aber auch, bitte. Also bitte, es geht heute zunächst mal um was ganz anderes. Nämlich um eine Bombenattrappe unter dem Bett des Zeugen Laufer, der deshalb aus dem Fenster gesprungen ist und sich schwer verletzt hat. Sie haben ja gesagt, dass Ihre Freundin, die Lisa, am 27. Januar nachts bei Ihnen gewesen sei. Stimmt das? Ja, klar, die war bei mir. Und? Wann ist sie angekommen? Wann ist sie angekommen? So, ich würde sagen, so ungefähr gegen 11 und dann ist sie auch bei mir geblieben. Also um 11 ist sie ungefähr gekommen. Haben Sie irgendwas gemacht in der Zeit? Ja, wir haben DVDs geguckt bestimmt noch so bis 12:30 und dann ist sie auch bei mir eingeschlafen. Okay, Herr Bause, ich weiß nicht, ob Ihre Freundin tatsächlich sexuell genötigt worden ist. Ihnen ist ja damals bei der Feier gar nichts aufgefallen, sagen Sie. Ich weiß aber eins, so ein Ding, auch wenn es eine Attrappe ist, die baut niemand einfach so ohne gewisse technische Grundkenntnisse. Und jetzt haben Sie uns ja noch mal gesagt, Sie machen eine Ausbildung. Ja. Elektriker, ist das richtig? Ja, ja, ist richtig. Dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich mich an Ihrer Stelle so weit hier aus dem Fenster legen würde für die Angeklagte. Sonst fallen sie nämlich raus und tun sich genauso weh wie der da. Wissen Sie, die Vermutung liegt für mich nahe, dass sie beiden tatsächlich unter einer Decke stecken, dass sie da mitgeholfen haben. Und das erklärt auch das offensichtliche Gefälligkeitsalibi, was Sie Ihrer Freundin... Ach so, ja, okay. Bin ich hier angeklagt oder was? Den sollen Sie sich mal eher anschauen. Er ist derjenige. Ich glaube nämlich eher, dass er die Bombe sich selbst in das Bett gelegt hat. Weil er macht die Lisa an, ist doch logisch. Er macht die Lisa an und sie will nichts von ihm. Und jetzt will er sie in den Dreck ziehen, indem er irgendeine Bombe bei sich selber unter das Bett legt. Ist doch klar. Ja, nur springt man dann aus dem Fenster gleich? Ja, Idiot. Springt man dann aus dem Fenster? Ich glaube auch nicht, dass Marc Laufer sich das Ganze irgendwie ausgedacht hat. Ich finde, der Anruf klang jedenfalls bei der Notrufzentrale jedenfalls sehr echt. Für mich ist das wahrscheinlich die Täterin, eine Ex-Freundin von ihm gewesen, die das Ganze wahrscheinlich nicht so weggesteckt hat, dass sie die irgendwie abserviert haben. Sagen Sie, Herr Laufer, können Sie sich an eine Brigitte Ehlen erinnern? Ja, mit der war ich mal zusammen, aber was hat die jetzt mit der Sache hier zu tun? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ich meine, Frau Brigitte Ehlen hat die Trennung scheinbar nicht so ganz gut weggesteckt und hat sich wahrscheinlich mehr daraus versprochen gehabt. Und im Moment sind Sie ja mit der Mutter von meiner Mandantin zusammen, mit Sandra Menge. Richtig? Das ist jetzt wieder für eine Theorie. Und? Und Frau Menge, hat Marc schon sein wahres Gesicht gezeigt?
Frau Ehlen, ich weiß echt überhaupt gar nicht, wovon Sie reden. Warum lassen Sie Marc und mich nicht endlich mal in Ruhe? Ja, ja, ich weiß. Marc kann am Anfang sehr charmant sein, höflich und zuvorkommend. Oh ja, aber dann, ich sage ihm mal was. Was Marc mit mir gemacht hat, das verfolgt mich bis in meine schlimmsten Albträume. Ich verstehe echt überhaupt kein Wort. Wovon reden Sie um Himmels Willen? Aber ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Er hat was, was mir gehört. Dem werde ich Feuer unterm Hintern machen. Das können Sie mir glauben. Frau Menge, bitte. Sandra Menge. Frau Menge, bitte nehmen Sie Platz. Frau Menge, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Sandra, Sie sind 35 und wohnen mit Ihrer Tochter, der Angeklagten, zusammen in Hannover. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Altenpflegerin. Als Mutter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können schweigen, aussagen. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte auf jeden Fall was sagen. Frau Menge, Ihre Tochter und Ihr Lebensgefährte haben ein, ich möchte mal sagen, ausgesprochen angespanntes Verhältnis zueinander, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also ich weiß, Lisa hasst Marc. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie so weit gehen würde. Also ich habe gerade draußen diese Frau Ehlen getroffen, mit der Marc mal zusammen war. Und die war sowas von hysterisch. Die hat total über Marc hergezogen und also total bedrohlich, richtig unheimlich. Und was ging es da konkret? Also sie hat gesagt, dass Marc noch irgendetwas von ihr hätte und dass sie ihm Feuer unterm Hintern machen würde. Ja. Passt doch. Marc, was meint die denn damit? Was hast du denn noch von der? Ich weiß auch nicht, was die hat. Ja? Die ist wahrscheinlich immer noch ziemlich fertig, weil ich damals mit ihr Schluss gemacht habe. Also bitte, sie sagt mir, dass sie noch irgendwas von mir hat oder ich von ihr habe. Ja? Die sucht doch nur einen Grund, um weiter in meiner Nähe zu sein. Die kapiert es einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie deutlicher Frau Ehlen denn noch werden müsste. Feuer unterm Hintern kann man jedenfalls mit jemandem sehr gut machen, wenn man eine Bombenattrappe unters Bett legt. Ich meine, das erste Mal nur als Warnung. Und dazu passt doch jedenfalls auch, dass sie irgendetwas in seiner Wohnung gesucht hat. Also wir werden als Frau Ehlen als Zeugin ja dazu hören. Ich habe Sie geladen. Frau Menge, wissen Sie, warum Ihre Tochter solche Probleme mit ihrem Freund hat? Also ich denke, Lisa fühlt sich einfach zurückgesetzt. Sie müssen wissen, wir waren viele Jahre alleine. Lisa war gerade mal 6, als ihr Vater uns verlassen hat. Und ja, mittlerweile hat sie überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ja, ich war halt immer für sie da. Ich habe immer zurückgesteckt, habe ich ja auch gerne gemacht. Aber Lisa, irgendwann muss ich auch mal wieder an mich denken. Ich bin dir doch schon längst scheißegal. Für dich zählt doch sowieso nur noch dein Marc. Ach, das ist doch völliger Quatsch. Ja, ich liebe Marc, aber wo ist denn das Problem? Soll ich mit ihm Schluss machen? Ja, besser wär's, das kannst du mir glauben. Ja, warum? Warum? Weil der seine Scheißflossen nicht bei sich lassen kann. So, jetzt weißt du's. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Frau Menge, die Lisa hat hier ausgesagt, sie sei von ihrem Lebensgefährten sexuell genötigt worden. Hat sie Ihnen irgendwas mal in der Art auch nur angedeutet? Absolut nicht. Nein, das ist doch absolut lächerlich. Also Lisa, das ist doch nur deine Trotzreaktion. Was soll denn das? Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Wann und wo soll das denn gewesen sein? Auf Tante Heikes Geburtstag. Ihr wart unten im Partykeller und ich bin hochgegangen, um auf die Toilette zu gehen. Und dann ist mir hinterhergelaufen und hat mich überall angefasst. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll aufhören, aber er hat es nicht getan. Sandra, glaubt das bitte bloß nicht. Ja, das fantasiert sie. Ich weiß nicht, was die beiden haben, aber... Keine Angst. Also, Lisa, du meinst Heikes Geburtstag. Ja. Tante Heikes Geburtstag, wo du den ganzen Abend mit deinem Daniel draußen gesessen hast, weil du überhaupt gar keinen Bock auf eine Familienfeier hattest. Du meinst den Abend, wo du um 10 Uhr völlig gelangweilt nach Hause gegangen bist. Aha. Ja, tut mir leid. Also, ich glaub dir echt kein Wort. Du glaubst dem ernsthaft mehr als mir. Ja. Lisa, du willst doch nur Marc und mich wieder auseinanderbringen. Das ist doch nicht das erste Mal, dass du das versuchst. Was hat Lisa denn sonst so unternommen, um sie auseinanderzubringen? Alles Mögliche. Also ich bin jetzt seit Oktober mit Marc zusammen. Und ja, es war von Anfang an so, dass Lisa irgendwie was gegen ihn hatte. Zuerst hat sie gesagt, er würde mich betrügen. Damit kam sie immer wieder an. Ja, und dann hat sie wochenlang kein Wort mehr mit ihm gesprochen. Sie können sich vorstellen, was das für eine Situation zu Hause war. Gar nicht auszuhalten. Dann geh doch zu deinem scheiß Marc, ich zieh sowieso aus. Lisa, wenn du 18 bist, kann ich das nicht verhindern. Aber so lange wirst du schon noch mit Marc und mir auskommen. Mit Sicherheit nicht. Frau Menge, kommen wir zum eigentlichen Verfahrensgegenstand, nämlich das Legen dieser Bombenattrappe am 27. Januar. Da soll es vorher beim Abendessen Krach gegeben haben. Aus welchem Grund? Tja,
Also das war mal wieder so eine Harmonieaktion von mir. Ich habe gedacht, ich versuche uns drei ein bisschen näher zusammenzubringen und habe Marc gebeten, uns zu Lisas Lieblingsband zum Konzert halt zu begleiten. Und Lisa hat total abgeblockt. Die war sowas von stinksauer. Die ist einfach nur noch aus dem Wohnzimmer gerauscht, in ihr Zimmer, Türen knallend und hat sich den ganzen Abend nicht mehr blicken lassen. Ja, Sie haben bei der Polizei aber noch gesagt, dass Sie mitbekommen haben, dass die Lisa sich dann doch mal aus der Wohnung entfernt hat. Wann war das denn genau? Das war so kurz vor 11. Ich weiß noch, ich bin wach geworden, weil ich Lisas Tür gehört habe und habe mir aber auch nichts weiter dabei gedacht. Und bin dann auch direkt eingeschlafen. Dann muss sie zu Daniel gegangen sein. Ja, aber ich glaube nicht sofort. Während Sie da im Zimmer schmollend gesessen haben, angeblich haben Sie doch in Wirklichkeit Jugendforsch betrieben und haben dieses Ding da zusammengebaut, oder nicht? Oder hatten Sie das vorher schon gemeinsam mit Ihrem Freund Daniel, dem Elektrikerfreund, fertig gemacht? Wissen Sie, eins steht für mich fest. Sie wollten in dieser Nacht endgültig die Beziehung zwischen Ihrer Mutter und dem Herrn da hinten sprengen. Mit dieser Aktion, ob der Sie nun sexuell genötigt hat, ob der nun mit wollte zu Ihrer Lieblings-Boygroup Schnulzenband oder ob Sie den einfach so schlicht und ergreifend nicht im Haus haben wollen, das weiß ich nicht. Aber erst nach dieser Aktion, da sind Sie tatsächlich zu Daniel gefahren, haben sich da auch ins Bettchen gelegt. Nee, ich bin direkt zu Daniel gefahren und war nicht bei Marc. Frau Menge, Lisa hat sich an dem Abend nicht das erste Mal aus der Wohnung geschlichen, oder? Nee, sie macht das andauernd. Also Daniel und sie hängen ständig zusammen rum. Naja, ich meine, dass Lisa sich dann noch mal weggeschlichen hat, hat es also nichts mit der Tat zu tun. Hm. Wie hat sich denn Lisa am nächsten Morgen verhalten, als sie wieder da war? Ganz normal. Sie war absolut normal. Sie hat mir noch Brötchen vorbeigebracht vor der Schule. Und deswegen kann ich mir auch wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das war. Also absolut nicht. Und um 9 Uhr stand dann die Polizei bei mir vor der Tür. Ich war natürlich wie vom Donner gerührt. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Frau Menge, wegen der Brötchen, das ist doch der ganz alte Trick. Da wird eine Opfergabe gebracht, um die Götter zu besänftigen. Da hat schlechtes Gewissen haben sie gehabt. Nein. Das wollten sie ausreden. Wahrscheinlich haben sie noch mitgekriegt, dass die ganze Geschichte so dermaßen schiefgegangen ist und viel schlimmer gelaufen ist, als sie das vielleicht geplant hatten. So wie diese Frau Ehlen sich da gerade draußen aufgeführt hat, muss Ehlen die das schuld gewesen sein. Ja, die Strategie ist mir bekannt. Die habe ich schon mitbekommen hier. Frau Menge, diese Dame ist Ihnen nicht das erste Mal negativ aufgefallen. Richtig. Also es war irgendwie so ein paar Tage, bevor das mit der Bombe war. Da war ich mit Marc im Café, habe mich ganz normal unterhalten. Auf einmal kommt diese Frau Ehlen auf uns zugestürmt und schreit rum und beschimpft Marc ganz wüst. Das würde sie nicht mit sich machen lassen. Und ja, sie wird es ihm heimzahlen. Und zum Schluss hat sie ihm auch noch die Handtasche auf den Kopf gehauen. Also völlig unmöglich. Mhm.